So, dann starten wir mal, oder Richie? Jo, ja, habe ich gerade schon. Deswegen wundert es mich, weil bei mir kam nämlich kein Update und nix. Bin ich ja mal gespannt. Die haben auf jeden Fall gesagt, da sind zwei neue Spielmodi dabei. Da bin ich auch mal gespannt, was das sein soll. Gehört habe ich nicht oder Wir gelesen. sind so viel angeguckt dazu, oder was? Nö, aber das habe ich gelesen in Facebook. Okay, bei mir will es irgendwie nicht starten. Also bei mir kam am Anfang das Ding wieder mit Einstellung, das Extrafenster, und da habe ich erstmal Einstellung gemacht, würde ich auch mal machen, wenn ich du wäre. Gerade Ton auf 5.1 und sowas. Ah, jetzt. Oh, erstmal Bild kleiner, hä? Auf was hast du deine Auflösung gemacht? 19, 20, ganz normal, weil das andere ist zu groß und wird runterskaliert. Das ist ein Scheiß. Okay, Vollbild. Okay, Rendering-Qualität lasse ich mal auf Auto. Okay, dann starten wir mal, hä? Gehen wir gleich wie die Irländer ab. Schade, dass ich nicht das Bayern-Cover habe. Ich muss den Reus mir angucken. Bayern Cover Reus, was? Ja, die haben. EA hat extra eins für die Bayern-Fans rausgebracht. Okay. Voll geil. Ja, das ist ja schon Diskriminierung. Ich habe heute so einen Frosch im Hals. Mal gucken, hast du den Trailer angeguckt? nicht ganz. Nur noch wenige Momente und dann pfeift der Schiedsrichter das Endspiel um den FA Cup an. Ihre Kommentatoren sind Wolfuß und Frank Buschmann. Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wie Bolle auf das Spiel. Heute freuen wir uns auf das Spiel Chelsea gegen Manchester United. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ibrahimovic am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Flagge kommt gut rein. Die Flanke war alles andere als präzise. Ich muss erstmal Sound einstellen, ey, das ist übel laut. Nein. Wie viel steht's bei dir? Ich hab davor, hab bin gerade schon fertig, 2-0. Einzelspielerkamera, nix Kamera. Visuell Audio. Durchsagen, Spielerrufe. Soundeffekte. Okay. Fabregas jetzt. Willian jetzt am Ball. Klasse Technik. Rooney. Von der Papier. Ich habe einen Gleich der Fettkäse erste gefoult. Freistoß. Das ging schnell.
Alter, ich habe Beispiel viele gelbe Karten nicht bekommen habe. Alter, und einen roten sogar. Der Schiedsrichter das zeigt ihm gelb, vertreten aufgefallen, da sind in dem Spiel ziemlich absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel, aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Das Geile ist, es war jetzt das erste Spiel und ich bin jetzt schon bei 13 mit knapp 16.000 BP. Mensch, wie tut man schnell rennen? R2 oben. Das zeigt dir doch alles an. RT plus Analogstick. Und Willian. Er spielt den Steilpass. Schussversuch. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein jetzt gutes ist Stück die Frage, vorbei. Was soll man da machen? Neue Karriere oder The Journey spielen? Oh, keine Ahnung. Bei The Journey habe ich heute gesehen, da spielt man so einen schwarzen Jungen namens Hunter. Also da so spielt mit dem so eine Karriere durch. Wie er am Anfang reinkommt, Vertrag unterschreiben. Und da muss ich in den Testspielen beweisen. Da haben sie, sagen sie zum Beispiel, wenn du in eine schwächere Mannschaft gehst, dann bist du eher nach Start 11. Oder siehst zum Beispiel sowas wie Chelsea. Da musst du beweisen und hast halt nicht so viele Spiele, dass du als Auswechsler haben. Karriere ist ja, schätze ich mal, wieder ganz normal einen Spieler erstellen und so ähnlich auch durchspielen. Oder als Trainer. Ja, oder als Trainer kannst Diego du auch. Costa. Aber das ist gar nicht mein Ding. Ja, aber du kannst das ja selber hätte da eine spielen. Gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Pogba. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ach, da stimmt, verlieren ja. Sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Ist ja hier jetzt auch schon gleich in der zweiten Liga. Oh je. Cesc Fabregas am Ball. Vorstandserwartung, Erfolge, national sehr hoch, Erfolge niedrig. Vorteil und er bringt den Ball rein. Mittel, Finanzmittel, Nachwuchsentwicklung. Da kommt er mit dem Kopf. Ich treffe einfach kein Tor. Dieser Abschluss nicht präzise genug. VfB Stuttgart hat 174 Millionen Vereinswert. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Geld. Transferbudget 14 Millionen. Ja, für mich geht es in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Da sind das arme Schwein. Da holt er den Ball zurück. Es gibt Abstoß. Und ich bin der Meinung, diese Wiederholung räumt sämtliche Zweifel aus. Ja, ja, eindeutig gelb. Haben sie echt fernsehrealitätsnah gemacht bisschen, gell? Ja. Also echt geil. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbt. Die Chance zur Führung. Oh, Alter. Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Wie kommen die Spieler so langsam vor? Weißt du, was ich meine? Ja, das, wie gesagt, da muss man sich übel dran gewöhnen. Hatte ich am Anfang, mir kam das auch voll komisch vor. Auch bei der Abnahme finde ich selber ziemlich schwer. Pogba. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt Pogba mit der Flanke. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Da kommt der Schuss. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Da war mehr drin, aber der Ball ging über das Tor. Fellaini. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Paul Pogba gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden.
Alter, meine Leute stolpern erstmal 20 Mal beim Eckball. Da kommt der Steilpass. War das bei Chelsea gegen Manchester? Ja. Und an die Flanke könnte Ibrahimovic kommen. Der für die Leute mies, Alter, die Manchester United-Fan sind, Alter, und dann als Chelsea spielen dürfen. Fabregas jetzt. Und jetzt also Chelsea. Den Ball spielt er gut. Alter, ich treffe kein Tor, Mann. Eckball für Chelsea. 38. Minute 0-0. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler und gibt jetzt Tor, jetzt liegen sie vorne. Und damit geht das Spiel hier so richtig los, würde ich sagen. Hoho, den macht er gut. Was aber echt Stier ist, das sind, die ganzen Doppelknöpfe, die man jetzt drücken muss. Ist jetzt mal aufgefallen, wie viele das sind? Doppelknöpfe. Ja, um irgendwas zu machen, einen Schuss antäuschen und jeden Scheiß. Na okay, aber das war glaub schon immer so. Mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Smalling. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Jetzt könnte es gefährlich werden. Also hier spielt der VfB Stuttgart jetzt also wirklich wie in echt. Ja, so scheiße. Vorm Tor, der Torwart ist draußen und er zieht voll ab und schießt senkrecht übers Tor. Aber wie? Spielst du mit VfB oder was? Ja. Hast du VfB ausgewählt? Ja, habe ich schon immer. Ja. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten noch. Aber wirklich, hey, da spiele ich den Ball vors Tor, Alter, vors leere Tor und der Mitspieler kommt an, haut den voll rüber. Weil ich spiele auch immer nur meinen Spieler. Martial. Mach nicht immer ganze Teamsteuern. Halbzeit im F. 1-0 führe ich, jetzt kommt zweite Halbzeit. Wir sind zurück mit Hälfte 2 im Finale des FA Cup. Der Unparteiische hat die Partie wieder freigegeben. Noch 45 Minuten, dann wissen wir, wer sich die Trophäe mit nach Hause nehmen darf. Gute Aktion. Valencia. Und Mkhitaryan. Diego Costa jetzt am Ball. Chelsea mit dem Angriff. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Azpilicueta. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Du spielst so 100 Pro wieder am Anfang Startverein Bayern, oder? Ja, immer Bayern. Ja, also. Das andere spiele ich ja nicht. Macht ja keinen Spaß, wenn man mit der besten Mannschaft anfängt. Fang bei Stuttgart an und guck ja, dass ich dann bei Bayern oder so reinkomme. Ach so, als Spieler meinst du? Ja, wenn du als Spieler deine Karriere machst. Du fängst ja in deinem Verein an, musst dich ja beweisen und dann kriegst du nachher, je nachdem wie gut du spielst, Spielangebote von Chelsea, Bayern und jeden Scheiß.
Deswegen, du spielst ja deinen Spieler dann hoch. Das ist was anderes. Deswegen sage ich. Und wenn du da gleich mit Bayern anfängst, wo willst du dich dann noch groß steigern? Ja, das ist ja was anderes. Da würde ich vielleicht sogar Kickers anfangen. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Jetzt schert sie mit der Offensive. Stark vom Torhüter. Diego Costa. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Und nochmal Eckball. Oh Mann, Alter. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt der dritte Eckball hintereinander für mich. Oh, endlich mein Tor. Cahill. Und er schießt. Alter, und das in FIFA sieht man das Video, wo steht dann, das Video, wo steht dann, guck, lass dich tot, das Tor, ey, voll das Fail-Tor. Also, wenn man sich das zu damals überlegt, das letzte FIFA war ja 14, was ich gespielt habe. Ja. Ey, übel. Ja, da hätte ich das Tor runterstellen, Alter. Dieses Treffers, eine richtig gute Ecke. Aber realitätsnah. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt führe ich auch 2-0. Wenn ich jetzt nicht noch verkackt, dann sehe ich mal den VfB Stuttgart wirklich mal wieder gewinnen. Rudi jetzt. Defensiv machen sie es gut. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Gutes Technik. Und Eckstoß für Manchester United. Übel langsam, ey. Da muss ich echt dran gewöhnen. Aber bis jetzt bin ich überzeugt vom Spiel. Das ist in Ordnung. Bin mal gespannt, wie es nachher online funktioniert. Ja. Kopfballchance. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und er bringt den Ball rein. Boah, Latte. Die Latte rettet. Fast 3-0. Jetzt bin ich ein bisschen wieder drin. Ist auch was anderes, ob PS, PlayStation Controller oder Xbox Controller. Ja, warum? Hast du auf der mit dem Xbox Controller auch schon am PC gespielt, oder? Nee, aber kein Fußball. Ach stimmt, du hast es ja gar nicht für den PC. Hab ja nur ich. Deswegen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das könnte die Chance werden. Der Ball kommt. Den Ball hat er. Ganz souverän. Selbst zwei Elfmeter verschießen die Stuttgarter. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Matic. Diego Costa. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Shaw. Martial.
Spieler. Ich habe bis jetzt eine Spielerbewertung von 9,2. Der Ball kommt gut. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Das Spiel ist unterbrochen. Chelsea bekommt Freistoß. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Azpilicueta. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, Alter, aber was war das? Keine Lücke. Das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Und jetzt gibt's die Ecke für Chelsea. Schwacher Auftritt von Zlatan Ibrahimovic. So hilft er der Mannschaft nicht. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet, aber er kommt Alter, 2-0. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. Ivanovic! Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Ander Herrera. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und nun Ibrahimovic. Ich glaube erstmal Ibrahimovic umgenockt. Aber übel böse gerade. Und eine Karte? Nein, Mann. Doch, doch. Leute, ich hab gerade einen Bug gehabt. Der Schiedsrichter war auf einmal ganz woanders. Lol. Die Grätsche war alles andere als auf Alter, dem hab ich den umgenockt. Keine andere Option für den Referee. Ja, was gab's jetzt? Gar nichts. Ich hab nichts gesehen. Lol, okay. Alles klar. Zlatan Ibrahimovic! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Wir bekommen noch mal 4 Minuten. Nur Matic am Ball. Azpilicueta jetzt. Wird das eine Torchance? Da trennt er ihn fair vom Ball. Und Mkhitaryan. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Was war das so, jetzt? Das Spiel ist ein aus. Moment fürs Poesiealbum, für die Vereinschronik, auch fürs Vereinsmuseum, weil es gibt ja was dafür. Es ist ein schöner Moment. Ja, du willst doch vom Schleifchen ums Päckchen sprechen, ne? Nö. Ich find's so komisch, dass sie Chelsea und Manchester genommen haben. Es ist ein schönes Paket, was sie sich da geschnürt haben am heutigen Abend. Naja. So, jetzt bin ich auch fertig. Stuttgart, dritter Elfmeter. Was? Ey. Was wollten die, warum musst du am Anfang Namen eingeben? Name? Ja, irgendwie. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war Speicherstand, oder? Ich glaube, ja.
Auf was hast du gemacht? Mittelschwer? Nö, ich hab's so gelassen, wie es war. Was war's? Halbprofi, glaube ich. Ja, das ist witzig. Was? Ach, bei dir kam gleich Stuttgart, oder was? Ja, ich hab's ja in den Einführungen noch drin von FIFA 14. Da hat sie gefragt, ob sie übernehmen soll. Ach so. Soll ich VfB Stuttgart nehmen? Oder Kickers? Musst du wissen. Welches machst du jetzt so auch, Karriere oder was? Keine Ahnung. Ich musste erstmal jetzt auswählen, irgendwelche Sachen. Was ja. Lustig ist, VfB Stuttgart hat es bei mir jetzt übernommen, aber ich glaube, bei mir hat es irgendwie ein anderes Logo angezeigt. Auch irgendwie Chelsea oder sowas, keine Ahnung. Ich wähle mal, weil das hier ist was Komisches. Der von dir unterstützte Verein und die entsprechende Liga werden in deinem Profil beim IAS angezeigt. Verfügbar, du kannst ja nicht so... Lol, okay, das ist nur für welche Mannschaft du stehst oder so. Laut. Ich mach mal Food Team, mal gucken, was da kommt. Was ich als erstes zusammengewürfelt bekomme. Also Elfmeterschießen kriege ich gar nicht hin, Alter. Da ist es so empfindlich mit dem scheiß Steuern. Take your squad to the pitch. Show your skill. Das Problem ist, das Rennen ist so laut. Ja, deswegen habe ich da erstmal ausgemacht, runtergestellt, alles auf 3 bei mir. Ich hab dich gar nicht gehört. Build your ultimate team. Who is in your ultimate team? Das Beste ist Buschi als Kommentator, ja. Ja, Mann. Weiß nicht, durchschlag den Rab und so, ich mag den Typ. Alter, was ist denn los? Was spielen die für Pässe, ey? Willkommen bei FIFA Ultimate Team. Das Öffnen deines Starter-Sets. Oh Gottes Willen, habe ich da eine Mannschaft, Alter. Chill mal, ich wollte erstmal zurück. Einstellungen. Hey lol, ich bin Level 15? Ja, sag ich doch. Hab auch mit Level 13 angefangen. Lol, soll ich dir sagen, von was das dann ist, Level 15? Ja, durch das erste Spiel. Nee. Oder? Welches erste Spiel? Durch das erste Spiel, wo du gemacht hast. Hast du gleich EP gesammelt?
Ja, aber wieso du nur 13? Ah, ich habe ein Tor mehr. Ja. Mal wie gesagt, ich habe mir nämlich Video angeguckt, der hat das Spiel nämlich auch gestartet, war nach den ersten ein, zwei Spielen war der schon Level 40 irgendwie. Ich muss auch mal alles auf 3 runter machen. Ja. Das ist ja übel, Alter. Alter, VfB Stuttgart gegen FC Köln, Alter, man kommt nicht durch. Die sind auch zu blöd zum Tore schießen zum Glück, aber Stuttgart kann ja kaum Pass spielen. Was ist denn die Coop-Saison? Was? Die Coop-Saison. Koop, das heißt zusammenspielen. Wollen wir das dann mal machen? Ja, ich schätze mal nicht, dass es online ist, Charlie. Das ist an der Playstation und sowas. Das, was ich mit Nilo früher mal gespielt habe, mit zwei Spieler. Wenn nicht, drück mal drauf, vielleicht funktioniert das ja. Glaube ich aber nicht. Was hast du jetzt eigentlich gemacht? Karriere, neue Karriere oder was? Ja, Karriere und dann Spieler. Was ist der Journey? Habe ich doch vorhin gesagt, Journey ist, wenn du mit dem Hunter da, mit dem schwarzen Junge spielst. Ja, stimmt. Muss man wieder alles dreimal erklären. Ja, sorry, da war ich noch im Spiel, Mann.